Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Später Start. Raid Show hat schon angefangen. Eigentlich müsste ich ein Glückszeit senden gleich. Ja, wir machen nur zwei Raids in der Nachbarschaft und dann einen Glückstausch. Mehr geht heute nicht, Alter. Überall tote Hose. Nirgendwo ist eine Raid Show zustande gekommen. Nirgendwo hat irgendjemand Interesse. Nirgendwo wollte irgendjemand heute tauschen. Ich habe heute gerade so noch in allerletzter Not einen Glückstausch zusammengekratzt, damit die Strähne nicht unterbrochen wird. Ja, und das machen wir heute. Euch viel Glück, viel Erfolg bei der Raid Show. Eine letzte Stunde Bogey aus. Und dann, ich weiß gar nicht, wann er weg ist, aber wenn das Event anfängt, am Dienstag, glaube ich, dann kommt Rüstungsmirtu. Der wird sich hoffentlich gegönnt. Falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, wie immer, gebt einen Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Auf geht's für zwei mickrige Raids. Aber man weiß nie, vielleicht kriegt man 100 da. So. Ich habe gerade ein paar Geschenke aufgemacht. Und da fällt mir auf, also ich habe mit zwei Leuten ausgemacht, dass wir heute aufsteigen. Aber mir fällt gerade ein, Samstag ist auch schon C-Day. Da hätte man auch mit den anderen aufsteigen können, mit denen ich es halt nicht abgesprochen habe. Mit denen habe ich es jetzt halt jetzt geöffnet, aus Reflex, weil normalerweise Mittwoch immer aufmachen, weil C-Day immer so weit weg ist. Aber diesmal ist C-Day ja voll nah. Grüße gehen raus an Info, tut mir leid. Wir haben es nicht abgesprochen, ich dachte Mittwoch halt Standard, aber bei dir hätte man eigentlich auch auf Samstag warten können. Ich hoffe, du hast ein Glücksei an, weil es ist ja Rage, ne? Ich sehe, du hast einen Bogius gefangen, also hoffe ich mal, du bist unterwegs und hast ein Ei an. Ansonsten tut es mir halt echt leid. Und heute mit iPhone unterwegs, weil ja, ich lasse die Kleinen auch ein bisschen raiden. Und die Kleinen sind hier nicht drauf. Zumindest nicht alle. Können wir schon. Oh ja, oh mein Gott. Die ganzen gekickten bevor jetzt. Und solange das hier kommt mit den ganzen Benachrichtigungen. Hier das neue Feature. Sehr nice. Hat man das ganze Profil im Überblick. Vor allem die wichtigen Sachen, die so die ganzen Twitter-Leute und so, die High-Stat-Spieler und sowas interessiert. Ich zeige euch mal meine Statistik. Gelaufen 14.333 und 1. Gefangene Pokémon 270.754. Da versuche ich demnächst mal auf die 300.000 zu kommen. Besuchte Pokésoft 206, 1557. Gesamt-EP. Immer noch nicht 300 Millionen. Ich weiß, ich lasse mir zu viel Zeit. Tut mir leid, Leute. Und Startdatum. Postet mir eure Sachen. Also schickt sie mir auf Instagram oder so. Weiß noch nicht, was ich damit mache, aber schickt es mir einfach mal. So, kommen die EP rein. Ja, es ist schon 18.15 Uhr. Wir treffen uns erst um 18.30 Uhr für zwei kleine Raids. So. Wie gesagt, hier SP Muck Info, tut mir leid, Mann. Das hätte man echt auf Samstag verschieben können. So, ich werde mal ein bisschen. So, schauen wir mal. Dadurch, dass es halt das iPhone ist, habe ich keinen Screen-Recorder. Oder bestimmt hat er auch irgendwie, aber ich habe nicht nachgeschaut jetzt. Reicht auch so für die zwei Raids. Hier ganz nah seht ihr das jetzt, Nahaufnahme. Schlechteste, den ich bisher hatte. 1911 ist übrigens 100. So, zweiter Versuch. Zweiter und letzter für heute. Alter, Bogios ging echt gar nicht gut ab. Ah, jetzt habt ihr es nicht gesehen. 18,64 Leute, für die Tonne. Aber zum Glück haben wir, warte, hier für euch. Ah, zum Glück haben wir noch einen Glückstausch. Oh Mann, Leute, crazy story. Super nettes Ehepaar. Ich hatte einen Glückstausch mit einer sehr netten Dame aus der Nachbarschaft. Die kann die Grüße gehen raus. Sie schaut nämlich auch meine Videos. Aber sie hatte heute schon einen Spezialtausch und sie hat es vergessen. Sie hat irgendeiner Kollegin ein regionales getauscht. War halt kein Glückstausch und sie dachte, weiß schon, man kann halt nur einen Glückstausch machen, aber nee, man kann halt nur einen Spezialtausch machen, aber mehrere Glückstausche. Und ja, zum Glück war ich mit ihrem Mann, auch Glücksfreund. Und da hat sie gesagt, ja okay, komm schnell mit drauf. Haben wir hier noch zum Glück einen Glückstausch gemacht, sodass die Strähne nicht beendet wurde. Alles für die Strähne, Leute. 19 Tage in Folge. Huh. Jetzt muss ich nur noch einen Tauschpartner für morgen finden. Ich tendiere zu Murat. Murat, falls du das siehst, wir tauschen heute. Auch wenn du es noch nicht weißt. Das war's von mir, Leute. Ich glaube, mehr passiert heute nicht mehr. Vielleicht passiert heute in der Nacht noch irgendwas, was ich dann morgen im Outro erwähne, aber das war's erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet noch Glück mit Bogius.
So Leute, Outro. Es gibt eigentlich nichts zu erzählen. Heute Abend findet die Wunderbonusstunde statt. Wieder mit Doppelsternstaub. Wird sich auf jeden Fall gegönnt. Ihr könnt gerne vorbeischauen, denn wir sind natürlich live 18 Uhr ungefähr bis ungefähr 19 Uhr. Also einfach die Stunde sind wir live, so wie ich hoffe, immer. Das ist ja alles noch im Experiment, aber an sich gefallen mir die Sachen. Manche sagen ja, zu viel und dies, das, aber es ist halt ein Mini-Event. Entweder bist du eh draußen unterwegs oder machst einen kleinen Abendspaziergang oder so und dann nimmst du halt ein bisschen extra mit. Aber wenn du keinen Bock hast oder eh nicht unterwegs bist, verpasst du auch nichts. Deswegen finde ich die Events, die Boni, die Mini-Dinger eigentlich ganz nett. Wenn du Zeit hast, wenn du eh unterwegs bist, nutze es aus. Wenn du keinen Bock hast, keine Zeit hast, du verpasst nichts. Das ist halt ideal, finde ich. Eure Meinung dazu unten in den Kommentaren und ansonsten schaut um 18 Uhr vorbei. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.